Core Gaming VS, let's play, let's go und herzlich willkommen zu einem neuen Video zu Rise of Cultures. Das ist gerade ein aktuelles Spiel von den Entwicklern von Forge of Empires und zwar InnoGames. Ist also sozusagen ein deutsches Spiel, nicht sozusagen, es ist ein deutsches Spiel. Und ich hatte mal wieder Lust, hier eine neue Videoreihe zu beginnen, beziehungsweise dieses Game mal mit euch von vorne anzustarten und zu gucken, ob es was taugt. Wenn es euch gefällt, lasst mir auf jeden Fall ein Like und einen Kommentar da und dann können wir hier mal zusammen auf jeden Fall in Zukunft weiter reinschauen, weitere Videos machen, wenn euch das denn so gefällt. Darf Rise of Cultures deine Aktivitäten in Apps und auf Webseiten anderer Unternehmen erfassen? Das lehnen wir ab. Und auch, dass es mir Mitteilungen senden kann. Gespielt wird auf dem iPad Pro. So. Sei gegrüßt, Oberhaupt. Ich bin Felix, der Vorarbeiter deiner Arbeiter. Dies ist ein idealer Ort, um unsere Siedlung zu gründen. So. Alles klar. Deine Arbeiter sind unverzichtbar, um eine mächtige Zivilisation zu entwickeln. Wir bauen neue Gebäude und verbessern sie. Wir helfen dabei, verschiedene Ressourcen einzusammeln, herzustellen und anzubauen. Und wir sind immer bereit, Erkundungsstätten nahe unserer Siedlung zu suchen. Ehrlich gesagt, Oberhaupt, kannst du keine Zivilisation ohne Arbeiter aufbauen. Okay. Bauen wir jetzt eine Plantage, so erhalten wir eine zuverlässige Nahrungsquelle. Also gut, dann haben wir hier eine Plantage. Kann ich hier die Kamera noch nicht drehen? Ich kann hier auch nichts auswählen oder irgendwie verschieben. Die möchten, dass ich das hier draufhau. So, schau dir meine Arbeiter an. Sie bauen, blablabla. Alles, was wir bauen, muss von dir abgesegnet werden, Oberhaupt. Tippe auf die Plantage, um den Bau abzuschließen. Okay. Ausgezeichnet. Weise nun einen meiner Arbeiter zu, um etwas Nahrung zu ernten. Okay. Tippe auf die Plantage, um die Produktionsliste zu sehen. Ziehe die Nahrung zum leeren Slot und ein Arbeiter wird automatisch zugewiesen. Das erinnert mich gerade so ein bisschen an SimCity Build It. Ja, ja. Jetzt ist ein Arbeiter damit beschäftigt, Nahrung zu ernten. Kehren wir ins Lager zurück, um zu sehen, was wir noch tun können. So, Arbeiter sind am zufriedensten, wenn sie beschäftigt sind. Schauen wir, wie wir die Nahrung nutzen können, um die Dinge hier zu verbessern. So, also, wir können hier auch forschen. Nahrung ist wichtig für das Wachstum unserer Zivilisation. Schauen wir, wie und bauen wir uns einen Ort zum Leben. Das Bauen von Häusern bietet unserer Bevölkerung Schutz und erlaubt es, der Siedlung zu wachsen. Forschung ist auch ein wichtiges Element einer blühenden Zivilisation. Schauen wir uns das doch mal an. So, dann gehen wir mal hier auf Forschung. Aha. Ja, ja, das ist so ein bisschen Forge of Empires mäßig. Also, wir sind 40.000 vor Christus, also in der Steinzeit. Kann ich hier mal gucken, was es noch so gibt? Nicht jetzt überhaupt, okay. Also. Oh, Stammessiedlung erlaubt es uns, mit dem Bau von Häusern zu beginnen. Okay. So, wir brauchen Forschungspunkte, um neue Dinge zu erfinden. Du erhältst jede Stunde einen Forschungspunkt. Ja, das ist eigentlich Forge of Empires, ja. Aber cool, ich bin mal gespannt. So, klicken wir mal drauf. Schalten wir unsere erste Forschung frei. Also, wir haben ein kleines Haus freigeschalten. So, jetzt gibt es auch noch eine Verbesserung fürs Rathaus. Ja. Ja, was? Nicht jetzt. Okay. Also wir haben ein kleines Haus und eine Verbesserung fürs Rathaus. Mhm. So, willkommen in der Steinzeit. Na also, okay. So, die Leute sind so zufrieden mit unserem Fortschritt, dass sie eine kostenlose Verbesserung unserer großen Halle vorgenommen haben. Tippe, um sie zu aktivieren. Na dann. Eureka, wir haben jetzt die Steinzeit eingeläutet. Ich finde, wir sollten etwas bauen, um das zu feiern. Schau, Oberhaupt, ich hatte recht. Dieses neue Zeitalter erlaubt es uns, bessere Häuser zu bauen und die Anzahl unserer Arbeiter zu erhöhen. Gut. So, und jetzt? Was will er jetzt von mir? Ein Haus bauen. Okay.
Ja. So. Abschließen. So, nun, wie wäre es damit? Neue Häuser stellen neue Arbeiter her, die uns dabei helfen, unsere Zivilisation aufzubauen. Aber ich glaube nicht, dass Nahrung alleine ausreicht. Wir brauchen noch was. Bitten wir die Bevölkerung, unsere florierende Siedlung mit Münzen zu unterstützen. Jedes der Häuser in der Siedlung stellt automatisch Münzen her. Du kannst schon einige einsammeln. Revanchieren wir uns bei der Bevölkerung für ihre Münzen, indem wir ihre Siedlung noch weiter verbessern. Da uns etwas Forschung erlaubt, Verbesserungen von bestehenden Gebäuden durchzuführen, sollten wir zum Forschungsmenü zurückkehren. Die Verbesserung erhöht die Effizienz des Gebäudes. Erforschen wir die Verbesserung unserer kleinen Plantage. Okay? Also. Anbau. Freischaltkosten. Eine Münze. Dann los. Freischalten. Tippe auf die Plantage, um die Verbesserung zum nächsten Level durchzuführen. Okay? Oder eine. So, Verbesserung. Plantage Level 1. Also das heißt, wir müssen erstmal die Verbesserung erforschen und dann mit Kosten von, also in Form von diesen Münzen dann freischalten. Ja, ja. Sieh sich das einer an, Oberhaupt. Wenn wir weiterforschen und die Gebäude verbessern, kann uns niemand aufhalten. Anscheinend haben wir das richtige Oberhaupt für unsere Siedlung ausgewählt. Ich halte dich über die derzeitigen Aufgaben hier auf dem Laufenden. So, so. Anscheinend haben wir das richtige Oberhaupt... Achso, hier. So, Grundlagen. Beginnen. Schau, wie unsere Lager wächst und gedeiht, Oberhaupt. Wenn die Produktion stets weiterlaufen, können wir mehr Gebäude errichten. Okay. So, also, jetzt muss ich hier mal schauen. Beginne 2 Nahrungsproduktionen in der Farm. Und ich soll 12 Münzen von Häusern einsammeln. Okay. Ja, ja. So. Okay, das hängt zusammen, oder was? Nee, okay. Passt. So, besitze 3 kleine Häuser auf Level 1 und 2 Plantagen auf Level 1. Okay. So, auf jeden Fall. So, jetzt können wir hier mal zoomen. Wir können nicht drehen. Okay, aber coole Optik auf jeden Fall. Ich finde nur, es läuft irgendwie nicht flüssig, obwohl ich hier ein iPad Pro habe. Das ist echt ein bisschen komisch. Ich gehe mal hier in die Einstellungen. So. Ich kann hier leider keine Grafikeinstellungen durchführen. Datenverwendung? Nee. Okay. Also es läuft mir ein bisschen zu ruckelig, finde ich. Aber naja. Okay, sei es drum. So, wie war das jetzt nochmal? 3 kleine Häuser und 2 Plantagen. Okay. So. Was mich jetzt aber interessieren würde. Steinzeit. Aha. Okay. Da bin ich mal gespannt, was alles kommt. So, wir bauen jetzt mal... Oh, luxuriöses Haus. Nee, wir nehmen hier nochmal ein kleines Haus. Und endlich kann man auch drehen, ja. Das ist echt Forge of Empires Next Level. Passt? Kann ich... Ah, und die Wege werden automatisch, erstellt. Kann ich auch bestehende Gebäude verschieben? Ja, wie cool ist das denn? Okay. Ja, Moment, dann machen wir es doch gleich so. Ha ja, das ist doch tausendmal besser als Forge of Empires, das damals gelöst hat. Super, das ist schon mal sehr motivierend. Und wenn sie immer noch so ein faires Gameplay haben, wie Forge of Empires, dann werde ich dieses Spiel lieben. So, produzieren. Okay. So. Und dann brauchen wir aber nochmal eine Plantage. Die bauen wir hier schön gegenüber. Farmen. Gerade so, dann ist das schön ordentlich.
Ja, perfekt. So. Einsammeln, abschließen. Siehst du, so ist es richtig und schon ganz bald werden wir die Bronzezeit erreichen. Na also, geht doch. So, in die Schlacht. Oh mein Gott, okay. Der Harald, der will auch was sagen. Ihr könnt bauen, mein Anführer, aber könnt ihr auch unsere Gegner auf dem Schlachtfeld besiegen? Ja, keine Ahnung. Erforsche Speerkampf. Okay. Freischalten. Neues Gebäude freigeschaltet. Eine Infanteriekaserne. Also gut. Mein Name ist Harald und ich werde euch nicht nur beibringen, wie ihr eure Männer für den Krieg trainiert, sondern auch, wie man neue Gebiete erobert. Das erlaubt unserer Siedlung eine Erweiterung. Okay? Ich bringe Söldner als Hilfe für den Beginn unserer Welteroberung auf der Kampagnenkarte. Okay. Dann Kampagnenkarte. So, fruchtbares Ufer. Hier befinden wir uns. Zuerst müssten wir die wilden Bestien um das Lager herum beseitigen. Seid ihr bereit für die Schlacht überhaupt? Also gut. Was haben wir hier? Wildschweine oder was? Ja, cool. Okay. So, tippt auf eure Speerträger, um sie auf dem Schlachtfeld zu platzieren. So, tippt auf den Steinschleuderschützen und platziert sie hinter den Speerträgern, sodass sie geschützt sind. Okay. Bereit für die Schlacht? Angriff. So. Wenden wir das Blatt der Schlacht zu unseren Gunsten, indem ich einen riesigen Stein auf die verbleibenden gegnerischen Truppen werfe. Also gut. Okay. Okay, wir haben gesiegt. Zurück zur Karte. Einsammeln. Übernehmen. 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 So. Mein Gott. Okay, neue Erweiterung freigeschaltet. Hurra, wir haben gewonnen überhaupt. Euer Sieg auf dem Schlachtfeld hat uns eine Erweiterung eingebracht. Tippt auf einen der hervorgehobenen Bereiche, um unsere Siedlung zu erweitern. Okay. Dann machen wir das mal hier. Freischalten, 10 Sekunden. Die Söldner sind in ihre Heimat zurückgekehrt. Bauen wir Kasernen, damit wir unsere eigene Armee aufbauen können, um zu erobern und zu erweitern. Alles klar. Besitze eine Infanteriekaserne. Okay. Muklatsche Masena. Klatsche Masena Hanne her, hä? So, produzier mal. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Du mich auch. So, damit das alles hier noch schön aussieht. Okay. Was erforsche Feuermacher, um mehr zu bauen? Okay. Naja, sei es drum. Wir haben jetzt hier unsere Kaserne und wir haben hier unsere Erweiterung. Okay, das muss man immer neu anstarten, oder was? Aha. Ich kann das dann auch hier so rüberziehen. Oh! Laber nicht. Neu laden. Boah, der Pisser. So, okay. Sorry, bin gerade ans Mac gekommen. So, dann produzieren wir hier mal. Das hat mich jetzt 100 Bucks gekostet. Okay. So, besitze 12 Infanterieeinheiten. Ja. Dann ist es gleich soweit. Okay. Cool. Okay. Abschließen. Felix, Vertrauen in euch hat sich als richtig erwiesen. Ich führe eure Einheiten auf das Schlachtfeld, mein Anführer. So. Cäsar. Nun, nun, nun. Was haben wir denn hier? Eine neue Kultur, die sich für die Herausforderung erhebt.
Während ihr durch die Zeitalter reist, trefft ihr auf mächtige Kulturen und ihre großen Anführer. Einige von uns sind freundlich und wenn ihr euch als würdig erweist, werden sich unsere Städte euch anschließen und euch bei Rise of Cultures behilflich sein. Während andere in riesigen Schlachten geschlagen werden müssen, bereitet euch besser vor. Wer waren sie? Ich glaube, wenn wir unsere Kultur weiter verbessern, treffen wir sie früh genug. Okay, das war gerade ganz strange. Auch die Satzwahl war jetzt nicht gerade sexy. Aber gut, okay. Ich würde mal vorschlagen, ich werde hier mal die Tage weiterzocken und mal auf euer Feedback warten. Und dann kann ich hier auch mal auf jeden Fall eine Videoreihe draus machen und bin echt mal gespannt, wie sich das Spiel hier weiterentwickelt. Und wenn ihr Lust auf weitere Videos habt, wie gesagt, lasst es mich in den Kommentaren wissen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch ein Like da. Mein Name ist CoreGamingVS, let's play, let's go und bis zum nächsten Mal, meine Freunde.